Und herzlich willkommen zu einer zum ersten Far Cry 3 Multiplayer. Ja, hier geht's auch weiter mit Team Deathmatch. Wir merken schon dieses Frachtschiff da. Ich muss das Ganze einmal nachkommentieren. Ja, der erste Hit. Wow, hätte ich nicht gedacht. Nachkommentieren. Boah, die Grafik noch ein bisschen verschwommen, aber zack, dritter Hit, zweiter Hit, mein Gott. Wir rennen weiter, das sieht richtig gut für uns aus. Na, versteckt sich hier noch einer. Leider weiß ich ja schon, wie das Ganze funktioniert. Nachkommentieren ist nicht so meine Stärke. Multiplayer sind, ist es auf jeden Fall noch vielleicht ein Tick schwieriger. Zack, dritter Hill. Hill, soll ich schon Hit? Mein Gott, ich bin hier gar nicht bei der Sache irgendwie. Irgendwie stört mich das. Ah. Da oben. Vierter Hit. Ah, beim vierten wurde ich getötet. Ah, ja, recht nice. Bin momentan erster. Nach Quarantäne ist ja nicht so meine wahre Liebe und Stärke. Aber leider ist mein Mikrofon kaputt gegangen. Ich bin jetzt hier gerade mit einem neuen Mikrofon unterwegs. Diesmal auf USB und einem 7.1 Headset. Was ich glaube ich in Part 3 funktioniert wieder alles. Nur da hatte ich Hosterprobleme. Aber das werdet ihr selber sehen. Mehr möchte ich nicht spoilern. Das sieht hier richtig komisch gerade für mich aus hier. Entweder sitze ich zu nah dran oder zu weit weg. Ne, auf jeden Fall jede Bewegung sieht so auch noch gehuckelt aus. Ich weiß, ich hoffe, dass das im wahren Leben nicht so scheiße ist. Oh, ich glaube, da werde ich gleich getötet. Nee, doch nicht. Ja, Remington. Weg. Wo denn jetzt? Da oder da? Naja. Ist alles nur ein klitzekleiner Spaß. Ja, momentan laut Anzeige führen die Gegner. Das müssen wir sofort wieder reinholen. Kleine Schwäche von den Gegnern zuerst und jetzt führen sie. Ich versuche euch das Ganze hier von Level 1, bis ich keine Lust mehr habe, einfach mal so ein bisschen zu zeigen. Wenn ihr keine Lust mehr habt oder ich keine Lust mehr habe, höre ich damit auf. Ich denke mal, bis ich keine Lust mehr habe. Da oben, ja. Ja. 136 Gesundheit, zum Glück rege ich mich nicht über diese Gesundheit auf, weil ich weiß jetzt auch, wie diese Zusatzgesundheit passiert oder wie sie regeneriert wird. Mit der kleinen Nebenanzeige. Unten links meine normale Lebensanzeige und dann gibt es noch so eine kleine Special-Lebensanzeige. Ja, bevor ich den ausschalten konnte, konnte er mich ausschalten. 83% Leben der XX Tank XX. Ja, nett. Ist bei mir einfach ein bisschen vieles verschwommen. Wow. Stampfen wir uns mal hier das Gewehr. Das kleine Gewehr. Ne, die kleine MG. Natürlich kann ich hier nicht zielen. Werd umgebracht. Ja. Und keiner wiederbelebt mich wieder. Oder wiederbelebt mich. Also kann's laufen. So kann's laufen. Extrem, aber unfair. Aber real. Da, hier oben ein bisschen. Ja. Ein bisschen.
finde, die Runden, die sind hier auch sehr schnell vorbei, beziehungsweise, ja, sag ich mal, vorbei. Ja, schnell wegrennen. Okay, Assistent. Unser Speer sind oben. Da. Oh, Kacke. War ein Satz mit X, war wohl nix. Ich sollte mal die Maus ein bisschen ruhiger halten generell. Dann würde das auch nicht so passieren. Ja, bin ich ganz letzter. Ha, zack, Comeback. Ich fülle auf! Ja. Ist ja nicht hier gerade so viel Action unterwegs. Erledigen wir das! Genau. Ding mal, tuckeln, alles liegt an meinem Rechner momentan. Weil der eine riesige Videodatei am Bearbeiten ist. Also super, da muss ich nachladen. Jo. Und hier hat er mich gekillt. Ja, man sieht, Rot gewinnt. Ich wollte irgendwie... Naja, gucken, ob man eine Waffe wechseln kann. Stimmt ja. Wollte mir ein Schrotzeichen. Einfach mal ein Scharfschützengewehr mir geben lassen. Mal gucken, ob ich damit mehr Erfolg habe. Zack. Jetzt wagen wir uns mal ein bisschen in die Höhle des Löwens, wie man so schön sagt. Wagen wir uns mal hier hoch. Ah, hier ist keiner. Nicht so wie vorhin. War überhaupt vorhin hier die Stelle? Wir holen hier auch gleich wieder auf. Sieht gleich unentschieden aus. Da ist einer. Und. Nee. 95 Gesundheit. Das hätte auch nichts bei dem gebracht. Wenig wie ich hatte. Ah, jetzt haben wir unsere schöne Schrotflinte. Gucken wir einfach mal. Ja, hier sind nicht so gute Sniperpunkte, würde ich jetzt sagen, direkt. Na, den Kill habe ich, glaube ich, nicht mehr bekommen. Ja, dein Team hat verloren. Suche nach Daten. Keine Daten für Bürger. Jetzt sieht man auch die besten drei des Gegnerteams bzw. des Gewinnerteams dürfen sich den meistplatzierten raussuchen und eine Bestrafung auswählen oder den freilassen. Sie lassen ihn frei. Okay. Und fühlt sich doch gut an. Ja doch. Danke. Mal eben, gutes Spiel. Hm. Unterschlupf, ja. Okay, Level 2, nächstes Level ab 1600. 100 Punkte nur, oder 100 XP. AKs, vollautomatisches Sturmgewehr, auch als Kalaschnikow kann Torschaden. Gute Reichweite. So, wir gehen mal zurück. So schlecht war ich ja gar nicht.